Ey, wir haben Hippogreif. Wird ja mal Zeit. Wow. Da fährt der Zug. Da ist der Hogwarts Express. Muss eine außerplanmäßige Fahrt sein. Wir sinken. Nein, der Hogwarts Express, der fährt hier nur für den Effekt. Einfach mal aufs Hogwarts Schloss zu fliegen. Das hat nicht ganz so geklappt. Wo haben wir vor zu landen? Wirklich unglaublich, oder? It's magic. Ach schon. Wo habt ihr uns hingebracht? Wie aufregend! Es war unglaublich, oder? Ich war nicht sicher, ob wir lebend rauskommen würden. Alles lief glatt. Ich hatte alles unter Kontrolle. Hast du den Brief finden können? Hab ihn Harlow einfach aus der Hand beschworen. Ich hätte nicht gedacht, dass er uns mit einem Todesfluch belegen würde. Das wird er nicht vergessen. Sei auf der Hut. Natürlich. Was stand in dem Brief? Dass Rookwood einen Phönix sucht. Keine Ahnung, wo er einen finden will. Aber er enthielt auch Harlows Befehle, im Schloss nach den Wilderern zu suchen. Genug, um Harlow mit den Verbrechen in Verbindung zu bringen. Ich bringe den Brief zu Officer Singer. Sie muss etwas unternehmen, wenn sie ihn sieht. Und jetzt sag mir, wo du diesen Hippogreifen begegnet bist. Ich kannte nur Wolkenschwinge. Und zwar dank Poppy. Poppy Sweeting kennt einen Hippogreif? War ja klar. Poppy wird erleichtert sein, dass Wolkenschwinge sicher ist. Ich habe die richtige Person gefragt. Mutter wird sich Sorgen machen. Ich muss los. Komm bald zu mir. Ich habe viel zu erzählen. Wolkenschwinge. Ein Gegenstand freigeschaltet. Aber hör mal. Galico. Ne Plätze im Tierwesen im Winter freigeschaltet. Ich habe von einem Zauberer erfahren, der von Harlow schikaniert wird. Er kann uns vielleicht die nötigen Beweise liefern. Wir sollten gemeinsam mit ihm sprechen. Wir treffen uns bei ihm zu Hause. Okay. Fliegengerät ist hier nicht verfügbar. Okay. Es ist doch gerade auf einem. Die Aufträge will ich mal gucken. Wieder auf dem Weg. Das verlorene Kind. In Lower Hogsfield. Oh, Professor Fig ist in der Kartenkammer. Sollte mit ihm über das reden, was in letzter Zeit passiert ist.
Aha. Ich glaube, über die Aufgaben, da guck ich mal in Ruhe. Das mache ich doch mal in der Aufnahme. Erstmal hier. Oxfield. Wenn Sie Zeit haben, kommen Sie bitte in den Raum der Wünsche. Deke sagt, dass er Ihnen etwas mitzuteilen hat. Aha. Sie haben sicher Neuigkeiten bezüglich des Kobolds, den Sie erwähnten. Treffen wir uns einige in der Gartenkammer und besprechen die nächsten Schritte. Okay, aber erstmal zu Nazi. Faltenschwinge, los! Och ja, das muss mal sein. Einfach auf Hogwarts zu. Den Move muss ich einfach mal machen. Eine Runde um den Astronomieturm und dann im Hof landen. Er fliegt sich aber behäbiger als der Besen. Zumindest beim Aufsteigen. Ach ja, großartig. Bei der Ölerei waren wir auch noch nicht. Müssen wir auch noch mal vorbeischauen. Tag, ihr Ölen. Da bräuchte es jetzt eigentlich spannendere Musik. So, hier will ich gleich mal landen. Weil es mir ist aufgefallen, ich glaube, hier sind wir auch noch nicht über die Brücke gelaufen. Au. Das war weniger elegant, als ich gedacht habe. Haben wir jetzt im Beutel? Können wir den vielleicht rauslassen? Wo wir dann mal in der Kammer der Wünsche sind. Im Raum der Wünsche. Ach, das ist ja großartig hier. Die Brücke muss ich mal entlang laufen. Eine legendäre Brücke. Ach, und das ist Hagrids Hütte. Hagrid existiert noch nicht. Hier, das ist doch hier die Stelle, wo Hermine in Teil 3 Draco eine verpasst. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Ja, im Film ist das ein bisschen was anderes. Gibt's hier noch einen Durchgang? Aber ja, man erkennt's. Geht's hier runter zur Wildhüter Hütte. Ich glaube, hier ist der Hausmeister.
Ach ja. Durch die Hintertür wieder raus. Und ab in den verbotenen Wald. Ich muss jetzt noch einmal zur Ölerei hoch. Salazar Slytherin ausgefragt, aber vergeblich. Triff mich vor dem Slytherin-Gemeinschaftsraum. Wir müssen reden. Machen wir gleich. Erstmal Nati. Hier waren wir auch noch nie. Der wäre, glaube ich, in dem Film auch ein bisschen anders. Hier schaut mal die Eulen. Fantastischen Ausblick. Die Ländereien. Guck mal kurz. Und auch mal kurz. Ja. Dann haben sie direkt eine Eule. Brief hat sie keinen. Ich habe vergessen nachzugucken, ob da irgendwo eine Buchseite ist. Vielleicht können wir dann. Wir kommen bestimmt nochmal her. Auch wenn da nicht so viel los ist auf dem Turm. Elegante Landung. Du bist hier. Gut. Ich hab auf dich gewartet. Ist das Mr. Biggles zu Hause? Ich glaube schon. Er hat angeblich Beweise gegen Harlow. Wir müssen mit ihm sprechen. Das verlorene Kind. Mein Mann, was tue ich nur? Alles in Ordnung? Nebenquest. Wir suchen Mr. Bickle. Mein Mann? Nee, Hauptquest. Ist tot! Er hat ihn getötet! Oh, tut mir leid, Mrs. Bickle. Wer hat Ihren Ehemann getötet? Theophilus Harlow, da bin ich mir sicher. Er bedroht meinen Mann seit Wochen und... Wo ist mein Sohn? Wo ist Archie? Ich will es nicht beschreien, aber könnte Harlow ihn entführt haben? Archies Tasche ist weg. Also ist er vielleicht nur ausgebüxt. Hoffentlich streift er nur durch die Gegend wie so oft.
Ich hoffe, er war nicht hier als Harlow. Als mein Mann. In welche Richtung könnte Archie gegangen sein? Er hat ein kleines Versteck im Wald. Wollte ich gerade fragen, gibt es irgendein Versteck? Er geht nie weit weg, aber wenn er gesehen hat, wie Harlow seinen Vater etwas angetan hat. Ich habe Angst, wegzugehen, falls er wiederkommt. Awkward grinsen. Können Sie mir noch mehr über Harlow erzählen? Oh, er ist Victor Rookwoods rechte Hand. Ein erbärmlicher, grauenhafter Schuft. Grausam und blutrünstig. Warum sollte Harlow ihren Mann töten wollen? Mein Mann sah sich Harlows Geschäfte genauer an und fand heraus, was er im Schilde führt. Ich habe ihn angefleht, es gehen zu lassen, aber er war überzeugt, dass... Wir finden Ihren Sohn, Mrs. Bickle. Danke. Oh, was tue ich nur? Wir machen hier ganz offensichtliche Aufgaben, die... Sagen Sie sich nicht, Mrs. Bickle. Wo könnte... Die Auroren übernehmen sollten, aber die Auroren... Als ich den Brief zu Officer Singer brachte, erzählte sie mir von Mr. Bickle. Er hatte dasselbe getan wie wir. Officer Singer mit Beweisen versorgt, um Harlow zu Fall zu bringen. Ich wollte mit ihm darüber sprechen, was er herausgefunden hatte, aber es war zu spät. Aha. Was sagt Officer Singer zu dem Brief, den du ihr gebracht hast? Sie hat sich bedankt, aber das reichte offenbar nicht, um sie zu überzeugen. Natürlich. Wir brauchen noch mehr. Das muss das Versteck von Archie sein, das Mrs. Bickle erwähnt hat. Archie? Erstmal den Jungen Archie geklauen. Bickle? Sowas hätte er nicht mit seinem Versteck gemacht. Jemand hat hier nach... Aha, den Umgang hatten wir doch, glaube ich, schon mal. Hätten wir mal alles nur verkaufen. Revelio ist die einzige Chance, herauszufinden, wohin er ging. Schwarzer Hybride. Der schwarze Hybride ist ein großer Drache, der über 9 Meter lang werden kann. Oh Gott. Eine große, grobe Schuppe, die ursprünglich zu einem dieser Tierwesen gehörte, zählt zu den wertvollen Besitztümern, die Archie Bickle in seinem Versteck aufbewahrt. Okay. Finde Archie-Revelio-Zauber. Archies Fußabdrücke. Erst hier lang. Hexersinn einsetzen. Hätten wir Archie nicht längst finden müssen? Wenn er verfolgt wird, rennt er vermutlich weiter. Wenn es wirklich Harlow ist, der ihn verfolgt, kann ich nur hoffen, du hast recht. Männer wie Harlow würden ein Kind ohne Zögern umbringen. Wir müssen Archie schnell finden. Revelio! Na, ich hoffe doch, das Kind zu finden. Unversehrt. Das wäre grausam. Mach dich kampfbereit. Die sind doch nix. Ein paar Wölfe. Begegnet. Sehen wir uns mal um. Revelio. Archies Tasche. Warum ließ er die zurück?
Er war bestimmt auf der Flucht vor Harlow und abgelenkt. Das hier könnte sich Aurelio wieder lohnen. Archie ist hier lang. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Harlow verfolgt Archie bestimmt nicht ohne Grund. Was Archie wohl gesehen hat, hoffentlich nicht, wie Harlow seinen Vater tötete. Davon würde er sich nie erholen. Jedenfalls kann ich es mir nicht vorstellen. Na komm, Spiel, bitte lass das gut ausgehen. Revelio. Eine Weggabelung. Wir brauchen wieder Revelio. Macht doch die ganze Zeit. Praktisch. Verschiedene Fußspuren. Oh je. Harlow hat ihn hier eingeholt. Das ist nicht gut. Sie sind hier lang. Ein Testral. Testrale. Sie sind wunderschön, nicht wahr? Du siehst auch Testrale? Ich habe den Tod gesehen, als ich 9 war. Und kurz darauf das erste Testral. Das hat mich getröstet. Tut es immer noch. Ich denke, wer wie wir den Tod gesehen hat, verdient etwas Trost. Testral gefangen. Wir müssen sowieso noch mal in die Raum der Wünsche. Professor Wiesny wartet dort auf uns. Revelio. Tut mir leid, dass du in dem jungen Alter sowas erlebt hast. Ich war bei meinem Vater, als er starb. Meine Mutter war nicht da. Ich fühlte mich so hilflos. Es ist schon lange her. Als wäre es erst gestern gewesen. Ich sehe ihn noch so klar vor mir. Er fehlt dir sicher. Mein Vater war ein wundervoller Mann. Gehen wir weiter. Wir müssen Archie finden. Immer 2 Wundersorte fangen. Es ist ein bisschen blöd, dass da nicht darauf achte, dass Weibchen männlich und so, aber naja. Neuer Talentpunkt. Hier kann man nix. Haupttalente. Oh ja, der Heiltrank. Mir gefällt nicht, was ich sehe. Jetzt nehmen wir schon Kinder auf, was? Aber durchfüttern werden wir ihn nicht. Glück ist das wohl nicht. Du bist ausgeglichen. Arresto,
Sie hatten es verdient. Wo ist der Junge? Wie, dem ist was passiert? Oh, großes Zelt. Spinodienzeit. Falsches Genre. Falscher Film. Okay, da kommen wir nicht durch. Das hat er doch nicht etwa gesehen, oder? Das mache ich mit Leuten, die hier. Da habe ich schon leisere Zentauren. Das passiert mit Leuten, die Kinder angreifen. Der hier unten. Bitte, Hilfe! Ein Käfig eingesperrt. Artibik. Das ist widerlich. Woher weißt du, wer ich bin? Deine Mutter hat uns geschickt. Oh, ich bin so froh, dich zu sehen. Nicht so laut, Archie. Tut mir leid. Wir müssen das aufkriegen. Alohomora. Hallo. Er hat meinen Vater getötet. Wie schrecklich, Archie. Dafür schnappen wir ihn. Aber zuerst bringen wir dich heim zu deiner Mutter. Danke für deine Hilfe. Das ist doch selbstverständlich, Archie. Jetzt bringen wir dich heim. Wir kennen einen sicheren Weg. Ach, schön. Das hätte ich dem Spiel nicht verziehen. Wenn wir nur noch seine Leiche gefunden hätten. Oh, Archie, da bist du. Du bist in Sicherheit. Mutter? Oh, Mutter. Vaters Freunde sind in Gefahr. Ich habe meine Entführer darüber sprechen hören. Welche Freunde, Schatz? Mr. und Mrs. Rabe. Mr. Filbert. Und Otto haben sie auch erwähnt, glaube ich. Oh, ich werde mit ihnen reden. Lauf du schon ins Haus. Ja, Mutter. Die Freunde ihres Mannes könnten in Gefahr sein? Genau wie er. Wie können wir helfen? Sie haben genug getan. Mein Mann war ein mächtiger Zauberer und konnte Harlow nicht besiegen. Nicht, dass dieses Monster auch noch ihnen nachstellt.
Das tut es schon. Dafür ist es zu spät. Ich fürchte, Harlow ist bereits hinter uns her. Dann sollten Sie ihn nicht noch mehr erzürnen. Ich versichere Ihnen, es kann noch schlimmer kommen. Bitte, bitte halten Sie sich fern. Das mit Ihrem Mann tut mir leid, Mrs. Bickle. Vielen Dank und danke, dass Sie Archie nach Hause gebracht haben. Ich kann Ihnen beiden gar nicht sehr genug gerne geschehen. Danken. Ist auch gar nicht nötig. Keine Sorge, Mrs. Bickle. Mein Vater sagte immer, der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Wir sind hier, um einander zu helfen. Habe ich niemand gerne getan. Ich will mehr über Mr. Bickles Freunde wissen und warum Harlow hinter ihnen her ist. Ich sag dir Bescheid, wenn ich etwas herausfinde. Danke für deine Hilfe heute. Sie können sich ja gar nicht vorstellen. Wenigstens ist die Junge sicher. Unvorstellbar, wenn Joanna beide verloren hätte. So, was steht an? Ja, hier mal ausrüsten. Wie sieht unser Vermögen aus? 1100. Ja, da brauchen wir noch ein bisschen. Das sollte ich untersuchen. Wir sollten mal zum Raum der Wünsche und dort mal die Tiere rauslassen. Die Distrane. Natürlich können wir uns hier begreifen und aus dem Weg. Reden kann ich auch nicht mehr. Und Wörter. Die Distrane und die Hippogreife rauslassen. Und rein in den Brunnen. Hier sind wir doch bestimmt schon öfters rein. Wieder auf dem Weg, machen wir später. Das würde ich mir für den nächsten Stream aufheben. Im Schatten des Studierzimmers, das würde ich gerne mal machen. Vom Slurren-Gemeinschaftsraum. Oh schön, kann ich mal den Slurren-Gemeinschaftsraum sehen. Eine Bademütze oder was haben wir da? Eine Wolfsmaske. Eine Polizeihut. Merkwürdige Sachen. Das hat ja fast was. Fast. Könnte man fast tragen. Offiziersmütze. So viel wie wir hier ermitteln.
Hält fast. Würde ich fast nehmen. In Schwarz sofort. Naja, da ist nicht so wirklich was dabei bei den. Die Hütchen lassen etwas zu wünschen übrig. So ist nur ein Gemeinschaftsraum. Alohomora.